Hallo Leute, ich bin LegendKiller und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ein bisschen Geld bekommen könnt auf Steam. Mit ein bisschen Glück. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Twitch-Account und CSGO. Sonst bekommt ihr die Kisten nicht. Und zwar könnt ihr, hier wie ihr sehen könnt, am 29. März geht's los. Bis zum 3. April ist das MLG CSGO-Turnier. Und wenn man da zuguckt, kann man Kisten gedroppt bekommen. Und diese Kisten könnt ihr dann, das sind diese Souvenirkisten, die könnt ihr dann auf dem Steam Marktplatz verkaufen und daher habe ich auch meine teuersten Waffen, meine Vulcan zum Beispiel, die habe ich damals gegen eine Cobblestone eingetauscht und meine P90 Asimov Statwag habe ich damals auch gegen eine Kiste eingetauscht und ich hatte halt Glück gehabt, ich habe 3 Kisten bekommen und zweimal Cobblestone. Cobblestone ist so mit die teuerste, die ungefähr so 20 bis 30 Euro wert ist. Und ich zeige euch heute mal, wie ihr diese Kisten bekommen könnt. Wie gesagt, ihr braucht dafür entweder ein Twitch-Account, wenn ihr es über Twitch machen wollt, oder ihr könnt das auch in-game machen. Und zwar gehen wir dafür einfach mal auf twitch.tv. Ich hoffe mal, hier ist kein Ton an. Und muten. So, dann gehen wir hier oben, wenn ihr eingeloggt seid, einfach mal da drauf und gehen anschließend auf Einstellungen. Einstellungen, okay. Er lädt jetzt und dann geht ihr hier oben auf Verbindungen. Und dann einfach hier bei Steam diesen Haken setzen auf Verbinden. Jetzt poppt so ein Fenster auf. Dann müsst ihr euch mit Steam anmelden, wenn ihr noch nicht angemeldet seid. Ich drücke jetzt einfach nur anmelden, da ich ja schon mit Steam eingeloggt bin. Und schon habt ihr euren Twitch-Account verbunden. Und wie bekommt ihr jetzt zu den Streams? Ich würde euch für CSGO Launch empfehlen. Dann geht ihr einfach auf CSGO Launch. Und dann wird hier immer angezeigt, welche Spiele es gerade gibt und dann seht ihr halt irgendwann unten kommt jetzt MLG, hier ist ESL, diese Turniere sind vorbei und wenn ihr dann halt am 29. das Match angefangen habt, dann wir gehen jetzt einfach mal beispielsweise hier auf Hellraisers gegen Arcade und dann habt ihr hier halt die Möglichkeit zwischen Englisch und Russisch, dann gibt es manchmal halt noch Deutsch und so weiter und verschiedene Sprachen. Und ja, umso mehr Streams ihr guckt, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr irgendwas gedroppt bekommt. Das heißt, ihr könnt dann einfach bei CSGO Launch einfach hier die Sprache, dann geht ihr hier unten auf das Ding, dass das sich auf Twitch öffnet. Dann geht ihr auf die nächste Sprache, guckt das auf Twitch, geht auf die nächste Sprache, guckt das auf Twitch. Oder ihr könnt das Ganze natürlich auch in-game machen. Dafür müsst ihr nur bei CSGO, steht dann da oben immer, wenn ihr im Hauptmenü seid, live. Und dann könnt ihr da in-game das Spiel angucken. So könnt ihr zum Beispiel, wenn euer Lieblingsteam spielt, auch nur eurem Lieblingsspieler die ganze Zeit zu gucken. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist vom 29. März bis zum 3. April. Ihr müsst einfach nur die Livestreams gucken. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe mal, ihr greift paar coole Skins, paar coole Kisten ab. Die Kisten könnt ihr natürlich auch öffnen, weil das sind Kisten, wofür man keinen Schlüssel braucht. Und vielen Dank fürs Zusehen und